Schön. Ihr Lieben, das erste Interview, so wie angekündigt, darf ich heute aus dem Studio Lux führen. Und neben mir sitzt netterweise. Hi, ich bin Lady Velvet Steel. Ihr dürft mich auch Fabienne nennen und herzlich willkommen, Sam. Schön, dass du hier bist. Dankeschön. Studio Lux ist schon seit längerem eine Größe in Berlin, wenn es um Domina-Studios geht. Vielleicht magst du auch ein bisschen was zu euren Räumlichkeiten nur kurz sagen, so einleitend. Einfach, dass die Leute wissen, was ist hier zu erwarten. Deswegen sind wir ein bisschen hier, aber wir haben natürlich nachher noch ein anderes Thema. Das Lux existiert mittlerweile seit 2015 und von einem kleinen Projekt von drei Leuten, sich einen Arbeitsplatz zu schaffen, ist es gewachsen zu, ich glaube, Berlins größtem Domina-Studio. Wir haben mittlerweile zwei Locations in der Ringbahnstraße. Wir sitzen hier im Tempelhofer Damm im Studierzimmer. Könnt ihr einen klitzekleinen Einblick bekommen? Wir haben acht Spielzimmer. Sind ein klassisches Domina-Studio, also Domina-Bizarre-Studio. Man kann sich hier für sexuelle Dienstleistungen einmieten, unsere Mietenden hier treffen. Wir machen Privatvermietungen und wir bieten auch ein Kurswesen an für alle Kurse rund um SM, BDSM, Erotik, Conscious Sexuality. Was mir jetzt eigentlich an erster Stelle viel wichtiger ist, magst du ein bisschen darüber erzählen, wie bist du in diesen Beruf gekommen? Es ist jetzt ja nicht so wie nach der Schule, ich möchte Tierärztin werden, vermute ich mal gewesen, oder doch? Nee, das ist nicht meine erste Berufsplanung gewesen. Ich habe einen ganz krummen Lebensweg, verschiedene Ausbildungen, Studien und so weiter. Bin dann im Laufe dessen nach Berlin gekommen, habe mich in der Kunst- und Unterhaltungsbranche erst ein bisschen rumgetrieben mit Performance und so einem Kram. Und das ist natürlich in Berlin immer das Problem, wie kriegst du das Geld her, wie finanzierst du dich? Und da bin ich dann zufällig zur Sexarbeit gekommen. Ich habe online angefangen und relativ schnell offline. Und das hat sich dann eher zufälligerweise zu meinem Hauptberuf entwickelt. Ich habe dann aber festgestellt, ich kann hier alles, was ich je gelernt habe und was ich irgendwie mir angeeignet habe, konnte ich hier super vereinbaren. Das ist natürlich prima als Sexarbeiterin. Bist du selbstständig? Ich habe also keine Chefs oder irgendwas, die mir irgendwas vorschreiben. Eine super Community und ich kann mir die Arbeitszeit super einteilen. Und natürlich ist die Work-Life-Balance fantastisch. Du teilst dir das selbst ein. Ja? Ich will jetzt mal auf ein Stigma, was leider mit Sexarbeit immer wieder mitgetragen wird, im Endeffekt von der sogenannten allgemeinen Bevölkerung hinaus. Das heißt, es heißt häufig in dem Zusammenhang, ja, das machen die ja gar nicht wirklich freiwillig. Ich habe bei dir nicht das Gefühl, dass du das nicht freiwillig machst und da würde ich gerne darauf hinaus noch einmal, Sexarbeit ist Arbeit, ist ein Slogan, der ist, denke ich, vielen mittlerweile schon bekannt. Und hast du das Gefühl, dass die Menschen in deinem Umfeld deinen Job genauso ernst nehmen, als wenn du jetzt dann halt beispielsweise Tierärztin oder Fleischerei-Fachverkäuferin geworden bist? Ist dir in dem Bereich irgendwie sowas mal zu Ohren gekommen? Frage ich erstmal so rum. Also grundsätzlich würde ich gerne erstmal über den Begriff der Freiwilligkeit in dem kapitalistischen System reden. Super. Wir sind überhaupt nicht in der Lage, von Freiwilligkeit per se zu reden, weil sowohl du als auch ich, als auch die Technikperson und wahrscheinlich die meisten Leute, die hier jetzt zusehen oder zuhören, sind gezwungen, für ihren Lebensunterhalt zu arbeiten. Das heißt, wir Richtig. haben grundsätzlich sowieso ein Zwangsverhältnis. Jetzt ist es ein bisschen schwierig zu sagen, naja gut, aber die Sexarbeit ist also wenn wir sagen, Sexarbeit ist Arbeit, dann sagen wir jetzt nicht irgendwie, es ist eine Arbeit wie jede andere auch. Das wäre eine Verkürzung und eine Falschdarstellung, sondern Sexarbeit ist Erwerbsarbeit und geht mit Arbeitsrechten einher. So, Arbeit ist natürlich Kacke in dem kapitalistischen System. Wir sind gezwungen, uns sozusagen selbst auszubeuten, Dinge zu tun für Lebensunterhalt und zwar die Bäckerin ganz genauso. Deswegen, ich finde es auch ein bisschen schwierig zu sagen, im Volksmund oder so, es ist ein bestimmter Teil von Sexarbeitsgegnerinnen, die dieses Stigma pflanzt oder diese Idee pflanzt, Sexarbeit ist immer Vergewaltigung, Sexarbeit ist immer Ausbeutung, das ist immer Zwang und so weiter, es gäbe keine freiwillige Sexarbeit. So, und ich glaube, man muss da ziemlich genau differenzieren. Insofern ist es nicht frei von Zwängen, aber wir unterliegen halt denselben Zwängen, unseren Lebensunterhalt zu verdienen wie andere Berufsgruppen auch. So, das ist, was so dieser Slogan Sexarbeit ist Arbeit aussagt. Das heißt jetzt nicht, dass wenn man Sexarbeiterin ist, man immer komplett tolle Arbeitsbedingungen hat.
Es gibt einen ganz unterschiedlichen Bereich von Straßenarbeit, von in bestimmten Bordellen, in verschiedenen Clubs selbstständig zu arbeiten, aufsuchende Arbeit zu machen, wie Escorts zum Beispiel. Und die sind alle ganz unterschiedlich organisiert und kommen mit ganz unterschiedlichen Anforderungen. Jetzt bin ich eine sehr privilegierte weiße deutsche Sexarbeiterin in dem hochpreisigen Bereich und betreibe ein eigenes Studio. So, das heißt also, ich habe ganz andere Voraussetzungen als eine migrantisierte, rassifizierte Kollegin, die sich mit der Sprache schwer tut und auf Strukturen angewiesen ist, die vielleicht unter Umständen nicht ehrlich mit ihr sind. Also wir haben ganz unterschiedliche Anforderungen an Sicherheit, an Arbeitsrechten, die wir eigentlich brauchen, die uns gegeben wird, die uns nicht gegeben wird. So. Wenn wir über Sexarbeit sprechen, bist du sehr engagiert und du setzt dich für Sexarbeiterrechte ein. Du bist aber auch ganz anders noch unterwegs. Das ist der Grund, warum wir heute auch hier sitzen. Nämlich hast du eine Vernissage am 9. April hier in diesen Räumlichkeiten. Vielleicht magst du ein bisschen selbst darüber erzählen, wer denn diese Vernissage im Endeffekt alles mit ausstattet und wie du auf diesen Gedanken gekommen bist. Ja, grundsätzlich, es gibt immer diese Diskussion über Privilegien, ne? Wie unterschiedlich wir privilegiert sind und wie schwierig es ist für Leute in der Sexarbeit Aktivismus zu betreiben oder auch nicht. Und dann gibt es immer diese Fremdzuschreibungen von außen. Was es sehr viel gibt, sind Menschen, die über Sexarbeit sprechen, die auch über Orte von Sexarbeit sprechen und selbst oft entweder keine Berührungspunkte haben oder sehr abstruse, abwegige Vorstellungen mitbringen, die gefüttert werden von schlimmen Bildern aus dem Tatort, wo die Sexarbeiterin immer nur die leblose Mordopferpuppe ist, die man im Müll findet und solche abgrundtief hässlichen Bilder. Und in der Presse findet man, wenn man über Sexarbeit forscht und über die Arbeitsplätze von Kolleginnen meist immer diese eingängigen Bilder von halb abgeschnittenen Beinen, die sich auf irgendwelchen Barhockern rumlümmeln oder Beinen, die sich auf irgendwelchen Doppelbetten befinden, die alle rosa ausgeleuchtet sind. Und historisch gesehen sind Bordelle eigentlich schon immer Plätze gewesen, in denen sich Kunst und Kultur und auch subversive Kräfte und politische Strömungen getroffen haben. Dort wurde ausgelassen gefeiert, es wurde genetworked. Und es sind auch Plätze des Forschens und des Lernens, nicht nur über Sexualität, auch über Kommunikation, über Safer Sex und so weiter. Und diese Netzwerke und diese Orte des Zusammenkommens in einer Prostitutionsstätte, also in einem Sexarbeitsbetrieb, da wollte ich das Lux gerne auch wieder so ein bisschen etablieren. Mhm. Wir bieten ja einerseits die Kurse an, die richten sich mittlerweile auch verstärkt an Privatpersonen. Das heißt, Leute kommen hierher und lernen quasi von dem Expertenwissen von Sexarbeitenden. Mhm. Und das ist natürlich super. Und da war natürlich der nächste Schritt so, jetzt muss natürlich auch die Kunst kommen. Ich habe da, was mir da natürlich ein bisschen geholfen hat, ich bin befreundet mit Lilith Terra. Lilith Terra organisiert Fetisch- und Erotikausstellungen mit vor allem Fotografien und Kunst und Performance. Und wir kennen uns auch schon ganz lange und sind befreundet. Und da hat sich das so beim Gespräch ergeben, dass es eigentlich toll wäre, das auch mal im Lux zu machen. Mhm. Und geplant ist jetzt eine längere Veranstaltungsreihe. Wir würden also gerne so 2-3 Mal im Jahr eine Ausstellung hier abhalten. Und mir war halt unglaublich wichtig, dass die erste Ausstellung sich exklusiv mit der Kunst von sexarbeitenden Menschen beschäftigt. Das heißt also, wir haben ausgeschrieben, dass sich Sexarbeitende, die Kunst schaffen sind, mit ihren Arbeiten hier bewerben können. Daraus haben wir in einem sehr langwierigen, sehr schwierigen Prozess leider auswählen müssen, uns auf wenige beschränken müssen. Es waren wirklich wahnsinnig viele tolle Bewerbungen. Also es hat uns auch umgehauen, wie viele Leute Sexarbeiten sind und Kunst machen. Mhm. Ist ja auch, liegt ja auch nahe. Wie hat dein Umfeld auf deine Berufswahl reagiert? Eine andere Seite meines Privilegs ist natürlich, weißt du, als in Berlin lebende Person mit Wahlfamilie ist das natürlich hier relativ easy. Ne? Also ich sortiere natürlich auch schon sehr stark aus, wer nicht tolerant und weltoffen ist und antirassistisch pro Sexarbeit ist, hat auch in meinem Freundeskreis nichts zu suchen. Also insofern war das keine besonders große Problematik. So mit so ganz alten Jugendfreunden gab es dann hin und wieder mal so ein bisschen Hickhack. Ich bin dann aber auch ziemlich rigoros und sortiere die Leute aus. Also ich habe da so eine Null-Bullshit-Strategie. Finde ich schön. Ja. Das heißt, du kannst zu 100% zu dir stehen, zu dem stehen, was du tust. Naja, ist ein bisschen schwierig, weil ja. Das ist natürlich ein Privileg, dass ich mich outen kann. Ne? Ja. Ich habe keine Kinder,
Mit meiner Familie und mit meinen Freundinnen und so weiter bin ich in gutem Kontakt. Ich bin in Berlin mit einer Masse an Menschen, mit einer Masse an Angeboten, einer großen Anonymität. Mhm. Wenn ich jetzt auf dem Dorf wohnen würde, mich in einem Sorgerechtsstreit mit einem ehemaligen Partner oder so befinden würde, würde die ganze Sache schon ganz anders aussehen. Und auch Zwangsouting und Stigmatisierung sind für viele Kolleginnen ein großes Problem. Ja. Das heißt, ich habe volles Verständnis dafür, wenn sich Kolleginnen nicht outen und wirklich penibel darauf achten, auch nicht mit ihrem Gesicht aufzutreten und so weiter. Und die machen trotzdem unglaublich valide Arbeit und auch validen Aktivismus so. Wir leben noch nicht in einer Gesellschaft, in der man als sexarbeitende Person alle gleichen Rechte und keine Diskriminierung und keine Stigmatisierung erfährt. So. Wohl wahr. Wenn, das ist immer so ein ganz guter Lackmustest, also wenn du es selber mal ausprobieren willst, auf der nächsten Party erzählst du mal den Leuten, dass du beruflich Sexarbeiterin bist. Oder wenn dich im Kindergarten die anderen Eltern fragen, was du beruflich machst, erwähne mal, dass du Sexarbeit machst. Such dir gleich einen neuen Kindergartenplatz. Ja. Aber wo wir jetzt mal nochmal bei dem Job sind, macht er dir Spaß, so grundlegend? Also ich habe mir natürlich eine Nische rausgesucht. Ne? Mhm. Ich bin als klassische Domina unterwegs, das heißt, also ich biete direkt diese Dienstleistung an, auf die ich privat auch richtig große Lust habe. So. Und parallel dazu betreibe ich, also mittlerweile übernimmt das so ein bisschen, ich bin mittlerweile alleine Besitzerin des Studio Lux und damit kommt natürlich auch unglaublich viel Arbeit einher. So. Mhm. Und ich stelle jetzt aber fest, dass Studio betreiben und Buchhaltung und Marketing und dieser ganze Kram, der so damit zusammengehört und vor allem auch, dass die Teambetreuung und die Gestaltung und das Zusammenarbeiten mit dem Team und so weiter mir unglaublich große Freude bereiten. Und ich bin halt da auch in einer sehr glücklichen Lage, dass ich mir da meine Nische so ein bisschen rausgeschnitten habe aus dieser Gesellschaft. Und ich glaube, ich habe mich selber für den Arbeitsmarkt verdorben. Ich kann mir nämlich überhaupt nicht mehr vorstellen, weisungsgebunden angestellt zu sein. Mhm. Und ich wünsche mir und allen Kolleginnen, die das ähnlich sehen, dass wir auch nie wieder darauf angewiesen sein werden müssen, irgendwelchen komischen Chefs, irgendwelche komischen Sachen hinterherzutragen so, und uns da Sachen anhören zu müssen. Also diese Selbstständigkeit ist natürlich großartig. Und es ist anstrengend und du brauchst ein cooles Organisationstalent und es ist abwechslungsreich. Klar, aber das ist natürlich auch das, was irgendwie diesen Beruf auch ausmacht. Und als Domina oder grundsätzlich als Sexarbeiterin, da würde ich mich gerne der Worte von Christian Schmacht bedienen, der mir in einem Interview mal gesagt hat, als Sexarbeiterin guckst du immer automatisch hinter den Vorhang der Gesellschaft. Mhm. So, weil die Menschen, die zu dir kommen, zahlen oft nicht wenig Geld. Das heißt, die können sich's gar nicht leisten, groß sich zu verstecken. Sonst wird die Begegnung nicht gut. Das heißt, wir kriegen also sehr schnell, lüften wir diesen Vorhang und gucken so hinter die Fassade der Gesellschaft. Und das ist unglaublich interessant. Ja, also gerade mit, wenn man patriarchische Strukturen hinterfragt, wenn man Kapitalismus hinterfragt. Weil wir bewegen uns ja schon so ein bisschen außerhalb dessen, gerade was für weibliche Sexarbeitende, wie uns Frauen in Anführungsstrichen Sexualität und Arbeit zugeschrieben wird. Also die Sexarbeit ist auch eine der wenigen Branchen, in denen du als weiblich gelesene Person grundsätzlich mehr verdienst als männlich gelesene. Mhm. Gibt es sonst kaum. Das stimmt.